Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies zu Tag 3 der Halloween Woche. Heute zeige ich euch was ganz Simples, das ist eigentlich auch geeignet für die Kita. Vielleicht solltet ihr dann die Schokolade weglassen, aber sonst im Prinzip ist es total simpel. Und zwar sind das Bananen im Blätterteig und wenn man die schön wickelt, dann sehen die aus wie kleine Mumien. Ihr könnt ja beispielsweise für die Augen auch kleine Nüsse nehmen, diese reinstecken oder so. Ich zeige euch das mit Schokolade, dass ich das verziere und wünsche euch nun viel Spaß beim Video. Wir benötigen eigentlich gar nicht viele Zutaten. Ich habe hier gekauft einen Blätterteig, den ich mir einmal ausrolle. Also von einem, das ist ja so rund eingepackt und das habe ich dann einfach ausgerollt und schneide mir jetzt einfach ein paar Streifen runter. Als nächstes schäle ich mir dann die Bananen, teile diese in der Mitte und wickel diese dann einmal rundherum. Darauf müsst ihr nur achten, dass die komplett geschlossen ist, nicht dass die Banane dann ausläuft, dadurch, dass sie beim Backen sonst sehr flüssig wird. Beim Aufwickeln braucht ihr auch nicht unbedingt darauf achten, ich habe es willkürlich gemacht, da gibt es keine richtige Methode. Die gebe ich dann auf ein Backblech, verquirl mir ein Ei und bestreiche die Bananen damit schön rundherum. Damit man sie schön auf die Hand nehmen kann, habe ich dann noch ein paar Spieße reingesteckt. Und so sind sie bei 200 Grad Umluft für 15 Minuten in den Ofen gewandert. Danach, nach dem Abkühlen, habe ich sie nochmal bestäubt mit Puderzucker. Entschuldigt, das habe ich leider nicht gefilmt. Und dann nehme ich mir einfach Schokolade, fülle diese in die Papiertütchen und male hier schon ein paar Augen drauf. Wie gesagt, dafür könnt ihr auch mit Nüsse dekorieren oder was ihr halt so mögt. Das müsst ihr aber dann vorm Backen reintun, damit es sich so richtig schön fest da drin ist. Wie man die Papiertütchen macht, das Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wie ihr seht, beim Dekorieren sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Nachdem ich mit der dunklen Schokolade es dekoriert habe, habe ich mir dann nochmal weiße Schokolade abgefüllt. Habe dann, dadurch, dass es eine Mumie ist, Streifen drüber gemacht und die Augen noch ein paar Pupillen gegeben. Und bei dem Streifen drüber auch einfach so, wie es euch gefällt. Ihr könnt es auch weglassen, das ist ganz euch überlassen, wie sie euch gefallen. Ich wollte euch ja nur zeigen, wie man auf eine schnelle Art tolle Deko machen kann für Halloween. Dann muss nur noch die Schokolade anziehen und trocknen und fertig sind unsere kleinen Mumien. Ich fand sie übrigens super lecker. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. So, meine Lieben, das war wirklich ein kurzes Video, oder? Jedenfalls ist das so meine Variante, um Halloween mal schnell aufleben zu lassen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Natürlich könnt ihr auch die Bananen komplett mit Schokolade ummanteln, ohne Blätterteig. Aber ich wollte euch das mit Blätterteig zeigen und ich finde das eine schnelle Lösung, wie man Halloween schnell auf den Tisch zaubern kann. Und wer noch den Blätterteig auch komplett selber machen möchte, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das habe ich nämlich tatsächlich schon mal selbst gemacht. Aber in dieser Woche geht es mir darum, dass es schnell gehen muss. Und dass wir trotzdem was Schönes zaubern. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Kritik, alles unten reinschreiben bitte. Ich bin für alles offen. Das wisst ihr. Und wer mich nicht abonniert hat, holt das hoffentlich schnell nach. Und wenn ihr das tut, vergesst nicht die Glocke zu drücken, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Nun sehen wir uns morgen nochmal wieder. Da gibt es dann kleine andere Deko-Tipps, wie man schnell Cupcakes dekorieren kann. Also bis morgen und bis dann. Muah.